Herzlich willkommen bei uns im Kinderwart an der Scharrer Straße. Über das Treppenhaus der Schule gelangen die Kinder zu uns in den Hort. Im Gang haben sie einen Kicker und auch ihre Eigentumsfächer. Hier können die Kinder ihre Schultaschen, Jacken und alles andere unterbringen. Der Tisch lädt die Eltern ein zum Verweilen, um in Austausch zu gehen und sich einfach mal ein bisschen zu unterhalten. Und schon kommen wir in unseren ersten Raum. Willkommen im Kreativzimmer. Hier liegt der Schwerpunkt im gestalterischen Bereich. Hierfür haben wir verschiedene Materialien von Farben, Glitzer über Naturmaterialien. Weiter haben wir eine Leseecke, in der geschmökert oder einfach ausgeruht werden kann. Den Baueckenteppich nutzen wir auch für unsere Kinderkonferenz. In allen Räumen gibt es verschiedene Brettspiele und einen PC. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim weiteren Rundgang. Zurück im Gang sehen Sie auf der rechten Seite die große Magnettafel. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Magnete hinzuhängen, wo sie sich gerade befinden. Somit ermöglicht es den Eltern ein einfacheres Finden der Kinder. Gleichzeitig haben wir hier unsere Bewegungslandschaft. Diese können die Kinder sich selbstständig im Gang aufbauen und zu jeder Zeit nutzen. Hier gegenüber befindet sich unser Wochenplan. Die Eltern sehen, was wir gemacht haben, und gleichzeitig können die Kinder lesen, was es denn heute zum Essen gibt. Und schon gelangen wir in unseren nächsten Raum. Herzlich willkommen bei uns im Bauzimmer. Wie der Name schon sagt, liegt bei uns der Fokus auf den verschiedenen Baumaterialien. Beispielsweise Lego, Schleichtiere, Geosmart und vieles mehr. Hier entstehen die verschiedensten Konstruktionen. Ebenso wie bei den anderen Räumen haben wir auch verschiedene Tischspiele und Bücher, genauso wie einen eigenen PC. Oberhalb der Kreativecke befindet sich unsere Galerie. Dort haben die Kinder eine tolle Rückzugsmöglichkeit, wo sie unter sich sein können, Höhlen bauen können und noch vieles mehr. Seien Sie nun gespannt, was Sie im Nachbarzimmer erwartet. Wir befinden uns im Planetenzimmer. Hier können die Kinder experimentieren mit Wasser, Farben, optischen Geräten und unserem Elektrobaukasten. Des Weiteren beobachten sie auch ihre selbstgezogenen Pflanzen. Unsere Puppenecke lädt zum fantasievollen Spiel ein. Die Sprossenwand zum Klettern. Auch in diesem Zimmer befinden sich Bauecke, Gesellschaftsspiele, Bücher und ein Computer. Und zum Schluss gelangen wir noch in unsere Werkstatt. Diese können die Kinder für Angebote, die begleitet werden von Erziehern, nutzen. Hierzu gehen wir erst am Büro vorbei, nochmal an der großen Magnetwand und gehen Richtung Küche. Das Essen der Kinder wird vom Caterer geliefert. Und hier im kleinen Gang kommen wir zur Werkstatt. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, würden wir uns über eine Anmeldung freuen. Bis dahin, bleiben Sie gesund!